Also jetzt zeigen wir, wie wir den Mikrofokus für Maxutov 150 umbauen. Erst ziehen wir diesen Gummiknopf von dem Originalfokuser raus. Jetzt entfernen wir die drei kleinen Schrauben. Und entfernen wir diesen Ring. Jetzt nehmen wir die Lazerta Mikrofokuseinheit. Und in dieser Mikrofokuseinheit gibt es ein Serviceloch. Wenn wir die Mikrofokuseinheit drehen, wir sehen, dass im Serviceloch erscheint eine Schraube. Diese Schraube locken wir so lang, dass diese Schraube innen nicht mehr hereinragt, aber wir locken nicht so weit, dass es hier rauskommt, sonst können wir das nicht mehr drehen. Also jetzt wieder dann zurück ein bisschen, jetzt können wir das drehen und drinnen ragt auch nicht rein. Die gleiche machen wir auch mit dem anderen Schrauben. Und jetzt stecken wir einfach die Mikrofokuseinheit auf die Fokuser. Es muss schön satt drauf gehen. Ein bisschen drücken wir. Und eigentlich, wir sind schon fertig. Jetzt brauchen wir nur noch die Schrauben wieder zusammenbauen. Also wir schrauben die kleine Schraube rein, wo darauf aufpassen, dass wir eine Seite nicht zu stark anziehen, sondern mit den drei Schrauben schön gerade halten, damit die Achse wirklich mit dem fokussierten Achse. Nachdem wir alle drei Schrauben befestigt haben, müssen wir noch die Serviceloch finden. Jetzt sehe ich eine Schraube. Diese Schraube befestige ich ganz wenig. Nachher komme ich für die nächste. Auch ganz wenig anziehe, nur bis zur Berührung. Nachher auch die dritte. Und jetzt mache ich noch eine Runde, wo ich wirklich fest und endgültig anziehe. Nicht sehr stark. Nur eben, dass es sich erhält, aber nichts ruiniert. So, und jetzt wir sind fertig. Die Fokussierer arbeitet schön. Mikrofokus auch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.